Alles klar, willkommen zurück zu Mario Kart. Grand Prix. So. Mit welchem Charakter habe ich letztens abgefailt? War es mit Yoshi? Goku Kart? Ich denke schon, oder? Jetzt ist mal Todd dran mit der Allrad. Nee, den hatte ich doch, oder? Oder nicht? Allradwiege? Hatte ich den genommen? Ich verwechsel, warte, ich verwechsel nämlich das Auto nämlich mit dem hier, weil die irgendwie ähneln sich. Ach egal. Pech gehabt, Donkey Kong ist jetzt dran. So. Hier. Guckt euch das an. 2 Sterne. Ich musste das ja tatsächlich dann nochmal nachspielen, nachdem ich einen epischen Ausraster bekommen habe. Ich will jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Natürlich muss ich das dann nachspielen, das müsste man wie gewohnt, ja, oder, nicht wie gewohnt, aber müsste man unten rechts auf jeden Fall sehen jetzt. Oh, oh. Und ja, wie anscheinend habe ich dann beim zweiten Versuch, wo ich es nicht, also nicht Let's Played habe in dem Moment, anscheinend sehr gut sogar geschafft. Mit 2 Sternen. Ich bin auch fast jedes Mal Erster geworden dabei. Das ist dieser Vorführeffekt. Wirklich. Ich habe ziemlich gut gespielt da. Erkennt man jetzt natürlich nicht so gut auf dem kleinen Bildschirm und dann noch so verschnellert, aber so ist es auf jeden Fall und das kann einen natürlich ganz schön aufregen. Nachhinein auch nochmal dann. So, ich hoffe, diesmal schaffe ich es einfach, weil ich hasse es, irgendwas nachzuspielen. Wow. Mann, Mann, Mann. Und ich brauche einfach ein bisschen mehr Glück. Oder so. Ich weiß selber nicht so. Alles klar. Ach nö. Klein, wie uncool. Yay, Stern. Boah, jetzt ist Yoshi dran. Nein! Ah, nein! Scheiße. Eiskalt. Nein! 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 Nein, 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 oh Gott! Verdammt! Das ist mal wieder mein Glück. Der Stern hört genau in dieser Sekunde auf. Genau in dieser Sekunde auf, wo dieses Scheißding wieder kommt. Nein, es kann nicht so eine Millisekunde länger gehen. Nein, nee, 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 darf nicht. Oh Scheiße, jetzt habe ich diesen Pilzer verpasst. Oh Mann. Und dann direkt noch so ein roter Panzer auf mich drauf. Sofort. Oh nein. Oh nein. Oh, jetzt verbock ich es gerade. Tatsächlich wieder. Hoffentlich helfen mir die Pilze jetzt hier weiter. Nee, ich glaube, Yoshi überhole ich nicht mehr. Ist ja toll gelaufen. Das hat aber gerade wieder geleckt. Ich kann da überhaupt nichts für. Da vorne ist er. Komm, erwisch ihn noch, erwisch ihn noch, erwisch ihn noch. Ja! Oh! Ja! Einmal! Dieses erste Mal in diesem verfickten Spiel, wo sich irgendwas mal auf meine Seite wendet. Das allererste Mal. Oh. Das gibt's doch nicht. Ist das schön. So, hoffentlich werde ich wieder Erster. Ja, völlig logisch. Aber die Strecke, die mag ich auch irgendwie. Tic-Tac-Toe. Finde ich ganz okay. Ja, wo ist denn jetzt? Der ist wieder so weit vorne, dieser Yoshi. Holen wir ihn mal zurück. Da. Schweinebacke. Klar, wow, und die super Abkürzung, die niemand kennt. Alles klar. Jetzt läuft's doch mal gut. So sollte es immer laufen. Oh nein. Oh, hätte ich das. Oh nein. Hätte ich das mal nicht gesagt. Scheiße, ey. Direkt, direkt. Als würde ich über meine Gedanken lesen. Über dieses Headset, was ich hier anhabe.
Nein, also nicht meine Gedanken, sondern das, was ich sage. Ach, verdammt. Hat der originale Nintendo DS nicht irgendwie ein Mikro oder sowas? Der hatte doch, soweit ich weiß, ein Mikro. Klar, beim Nintendo spielen immer. Das weiß ich doch noch. So. Könnte es dann nicht gut sein, dass hier so ein Sprachsystem eingebaut haben, dass, wenn man da irgendwas sagt, jetzt läuft es gut oder so, dass er dann zack, genau mal so, oh, was? Ich hab doch nicht so als Beispiel gesagt. Oh, Mann, oh. Habt ihr das gesehen, meine Damen und Herren? Ich hab jetzt nur die Worte gesagt, es läuft gerade gut, kommt direkt erstmal so ein Ding auf mich zu. Direkt. Hemmungslos. Hemmungslos, eher ohne Scheiß jetzt. Aber wer ist denn da? Ach ja, Mario. Nein! Oh, was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Hätte mich beinahe runtergeschauen. Gehauen. Geschlagen, gehauen, geschlauen. Mischungswort. Das kann ich mir jetzt gerade ohne Scheiß sehr gut vorstellen. So mit so einem Mikrozugang. Sobald man mal ein bisschen siegessicher ist, mal eben so schnell so einen blauen Panzer dahin. Gut ist. Und was macht Mario auf dem 5. Platz? Mann, der hat mich beinahe runtergehauen und ist auf dem 1. Platz hochgerannt. Dann ist er nur 5. geworden am Ende. Was für ein Trottel. Mal gucken, wie es hier so läuft. So. So. Bei 100 und bei 50? Also bei 50 und bei 100er Cup? Da waren die ja nie so unverschämt zu einem. Sie halt auf dich zukommen. Mit den Dingern. Und dich da versuchen runterzuschmeißen. Das ist ja sozial. Das ist ja so richtig. Richtig? Voll so. Richtig, also ich. Oh Mann, ich krieg die Kurve nicht. Da kommt Mario. Oh, oh. Überholt er mich? Überholt er mich? Oh, der überholt mich. Nicht gut. Scheiße, wieso ist er schneller als ich? Ich drifte die ganze Zeit wie so ein Behindi. Ah, toll. Was soll's, damit komme ich klar, auch wenn ich als letzter groß werde. Yoshi und Mario, die kloppen sich da die ganze Zeit. Solange die mich nicht damit einweihen, ist es gut. So, das hätte jetzt mal schön die letzte Runde sein können. So genial, weil, das ist oft so, dass, wenn ich die ersten beiden Runden als erster reinfahre, am Ende irgendwas Übles passiert. Schokosumpf, letzter Part, dann geht gar nichts mehr. Und dann in der nächsten Runde fail ich dann zum Übelst. Das scheint jetzt momentan noch nicht der Fall zu sein. Ich habe hier schon die halbe Runde jetzt etwa hinter mir. Wow. Okay, ja. Ja, ja. Und ins Ziel. Nein, jetzt kommt noch eine blaue Bombe. Nee, doch nicht. Super. Wow. Das freut mich. Donkey Kong ist aber ein bisschen komisch animiert. Also ich fand selbst bei Mario Kart 64 sah er noch realer aus als jetzt. Jetzt hat er so eine komische Fresse irgendwie. In dem Spiel sieht ein bisschen verschissen aus. Gut. Oh, aber was ich cool bei Donkey Kong, also bei dem Auto zumindest jetzt finde, diese Fahne da hinten. Das ist ja so ein hier Safari-Auto. Überhaupt, dass der Affe das Safari-Auto fährt. Man fährt ja eigentlich mit Safari-Dingen hier, um Affen zu sehen, ja. Aber nicht in dem Fall. In dem Fall fährt der Affe den. Oh nein, kommt schon. Slackt. Und ich werde verbrannt. Ja, weil es geleckt hat und ich überhaupt nichts erkenne. Okay. Bin ich jetzt. Warte mal, bin ich jetzt jede Strecke Erster geworden? So sollte es doch laufen. Oh, ich hab schon. Hab ich überhaupt schon ein Item bekommen, die Runde? Nee, ich glaub nicht. Ich hab zwar voll das üble Erinnerungsgedächtnis hier, Dings. Aber so fällt mir spontan nichts ein. Oh! Oh, was ist das? Peach!
Bitch. Bitch. Na, ernsthaft? Kommt die so im letzten Moment? Zack, nimm's mir noch weg. So, jetzt aber, jetzt aber. Jetzt könnt ihr mich nicht davon... Ja! Keiner hat mich abgehalten, diesen Pilz zu kriegen. Und voll durchzustarten. So. Eiskalt, nimm's mir im letzten Moment noch weg. Auch wieder, weil ich es jetzt wieder durchs Headset gesagt habe. Ja? So, ich hatte noch kein Item. Ich würde gerne eins haben. Dann macht Nintendo dann die Computer, die fokussieren sich dann darauf, mir die Items wegzunehmen. Wenn ich sage, es steht gut, ich bin Erster und das ist voll gut, dann fokussieren sie sich darauf, oh, toll, wieder nichts bekommen. Dann fokussieren sie sich aber auf jeden Fall darauf, dass ich irgendwie blaue Bomben kriege oder rote Panzer, aber überwiegend doch blaue Bomben. Blaue Panzer meine ich, ich sag mal blaue Bomben. Ist so. So. Ja, los Mario. Burn, burn. Burn so richtig burnig durch den Burner King. Na, oh, komm schon. Item. Nein, als Dritter hätte ich ja was Gutes gekriegt. Scheiße, nur als Dritter ins Ziel. Voll uncool. Ja, ins Ziel überhole ich den Yoshi noch. Aber reicht das? Oh, es reicht noch. Gut, weil ich immer Erster geworden bin. Ja, aber es ist jetzt die letzte Failure-Runde gewesen irgendwie. Na, als Dritter geht ja so. Man munkelt's. So. B-Platz. Glückwunsch. Ja, alle gratulieren mir. Und der Special Cup ist jetzt anwählbar. Den wir beim, ich glaube, beim übernächsten Mal dann machen werden. Das wäre dann Part...